Ja, hallo liebe Angelfreunde. Wir melden uns aus dem Angelurlaub für dieses Jahr. Mein Bruder ist mit dabei und ja, sind jetzt mal Richtung Bayern gefahren. Wir sind bei Lichtenfels und wollen am Main angeln. Und ja, wir sind jetzt schon den zweiten Tag hier. Ja, war ein bisschen stressig alles, hatte Probleme mit dem Auto, muss man wahrscheinlich nochmal in die Werkstatt. Aber nichtsdestotrotz sind wir gestern nochmal kurz losgezogen, quasi vor unserer Haustür bzw. Ferienwohnung, haben die Gegend erkundet und ja, haben eine Stelle entdeckt, eine kleine, haben direkt mal losgelegt, ne? einfach mal zum Testen und haben schon Erfolg gehabt. Mein Bruder hatte vier Rotaugen, ich hatte einen Döbel. Und ja, heute steht Gewässererkundung auf dem Plan. Und wir fahren jetzt mal hier so ein paar Strecken ab. Mal schauen, wo wir hier ein Lager aufstellen können, weil wir Nachtangeln dürfen wir hier machen. Und ja, wir werden uns wieder melden, wenn wir mal eine Stelle gefunden haben und wenn wir mal richtig am Angeln sind. Ja, wie gesagt, wir haben noch ein paar Strecken vor uns, die wir noch anschauen möchten. Und bis dahin sage ich bis später und ja. Mein Bruder hat es gefangen. Ich muss mal direkt hin. Das ist ein kleiner Fisch, hat er gesagt. Hallo Dani. Ja, hi. Und was hast du? Leider nur eine Grundel. Eine Grundel. Aber den nehmen wir, glaube ich, als Köderfisch, oder? Die nehmen wir mit. Ja, vielleicht fange ich ja noch ein paar davon denen. Ja. Okay, trotzdem Petri? Ja, Rotauge wäre mir lieber, aber klar. Immerhin. Ja, vielleicht kommen die noch. Ne? Wir haben ja gestern gut gefangen. Mhm. War ein bisschen später, aber mal gucken. Ja, jetzt wird er schnell versorgt. Und dann kommt er wieder raus. Okay. Ja, ihr habt es eben gesehen. Mein Bruder hat eine Grundel gefangen. Ja, wir wussten, dass es hier auch Grundeln gibt, aber auf jeden Fall ist das nicht so extrem wie an der Mosel oder am Rhein. Und gestern haben wir ja wirklich gut gefangen. Ja, jetzt ist unser zweiter Angeltag. Ich habe ja eben erzählt, dass wir noch Strecke gemacht haben, also Angelstellen angeschaut. Und die haben wir heute auch entdeckt, diese Strecke. Kann ich euch gleich mal genauer zeigen. Auf jeden Fall waren wir dann zu Hause, haben noch was gegessen und dann hier wieder hin ans Wasser. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich habe eine Method-Feeder-Route draußen und eine Karpfenroute weiter in die Richtung. Und ja, mal schauen, was da noch kommt. Gestern, ja, wann waren wir da am Wasser? Es ist, glaube ich, so um 9 Uhr haben wir angefangen zu angeln. Vielleicht kommt später noch was. Müssen wir einfach mal abwarten. Ansonsten werden wir morgen noch ein paar Stellen suchen. Wir haben noch Optionen am See zu angeln. Mal schauen, ob wir das machen. Wir haben auch einen guten, schönen gesehen heute. Und ja, wenn sich was tut, ihr seid mit dabei, dann schalte ich die Kamera wieder an. Ja, eben hat es hier richtig geplatscht und das war wahrscheinlich ein Raubfisch. Mein Bruder reagiert sofort, Spinnrute raus und dann mal ein bisschen abgeworfen. Mhm. Vielleicht kommt ja was, ne? Wissen nicht, was es war, vielleicht ein Döbel, ein Barsch, Hecht,
Ja, schnell mal rein und gucken. Mal ein bisschen abwerfen, genau. Was sein? Ja. Live drauf, Junge. Kleiner Barsch wahrscheinlich. Na cool. Ja, ist ab. Ist ab? Ja. Oh. Aber ein kleiner Barsch. Hast du gesehen? Ja, ich hab ihn gesehen. Gut, super. Dann zählt er ja. Super, Danny. Ja, wenn man sieht, da raubt was, ne, dann kann man ja mal direkt. Ein mhm. Den kriegen wir auch noch. Oh, ein Riesenfisch gerade hier vorbei. Echt? Ein Riesenfisch. Ich nehme an, das war eine relativ große. Ich muss den jetzt anwerfen. Mhm. Geil. Scheiße, auch nicht. Ich fisch meine Angel jetzt nicht. Ja, das war knapp, aber ich habe genau auf den Fisch drauf. Oder relativ nah, mal gucken. In Schwimmrichtung. Jetzt habe ich meine Schnur, oder? Irgendwas war auch mal eine Angel, glaube ich jetzt. Ja? Ja. Soll ich mal gucken? Okay. Wenn was ist, dann rufst du, ne? Mein Bruder hat was. Ein kleines Bärschlein. Super. Schöner Fisch. Ja, ist auch gut gehakt, den kriege ich schön raus. Kein Problem. Petri. Ja, Petri, danke. Das war's schon. Super. Und zurück. Ja, fang noch dickere, gell? Ja. Ja, mein Bruder hat einen Hecht drauf gehabt. Vor den Füßen gebissen. Ja, nur angefasst, ne? Ach so. Aber vielleicht. Nur kurz angefasst. Aber vielleicht beißt er nochmal zu. Der war nicht groß. Ja, ich hab einen Barsch. Na, hat wieder einen. Cool. Live drauf. Ein Barsch. Jetzt geht's hier rund. Ein Mini-Barsch. Petri, ja. Super, vielleicht passt noch was Dickes, ey. Ja, ich glaube, ich mache gleich mal Bobbler dran oder so. Mhm. So flach. Mhm. Die machen halt mega Druckwellen. Cool. Ja, das wäre nicht schlecht. Das hat jetzt so gut funktioniert mit Spinnenköder. Ich bin wieder gewiss. Ja, ich glaube, ich muss mal einen Wirbel dran machen. Er ist so verdreht vorne die Schnur. Mm, okay. Aber dann muss ich mal gucken, was ich sonst noch anködere jetzt. Mal gucken, was die Bock hergibt. Ja, beim Daniel ist wirklich viel Aktion. Zwei Barsche. Ein Hecht, der hinterher geschwommen ist, dem Spinner. Vielleicht geht die Sonne unter, mal schauen, vielleicht tut sich da ein bisschen mehr an den Fischruten. Ich hatte jetzt noch gar keinen richtigen Zupfer. Mal schauen, vielleicht kommt ja noch was. Aber
Ich bleib jetzt mal ein bisschen bei meinem Bruder, weil da auf jeden Fall mehr Action ist. Ich bleib jetzt nochmal hier und wenn er ruft, dann werde ich sofort mal nochmal hinlaufen. Ja, langsam bekomme ich auch Bisse. Ich hatte jetzt Ich bin gerade am Filmen. Ich hatte jetzt auch 2 Bisse gehabt. Also die Route ist wirklich richtig krumm gegangen, aber hat sich leider nicht gehakt. Und das andere Mal, das zweite Mal, da war der Pellet ab, den ich drauf gemacht habe, weil er schon so ein bisschen durchgeweicht war. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Mein Bruder ist gerade noch am Spinnangeln nebenan. Vielleicht kommt da auch noch was. Wir schauen mal. Ich bin gespannt. Ja, kurz mal auf die Schnelle. Ich hatte gerade einen Biss. Ich dachte, der hängt nicht. Dann hat er nochmal nachgefasst auf der Metafiedermontage. Ein kleiner Döbel. Nicht schlecht. Erster Fisch heute. Ja, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Mhm. Der wird auch gleich abgehakt. Ja, liebe Angelfreunde, hatte ich jetzt länger nichts getan, ein paar Bisse gehackt. Jetzt habe ich auf der Method Feeder Montage ein schönes Rotauge gefangen. Das entnehme ich auch. Und ja, wir probieren es weiter mit Spinnangeln und Pose und einen auf Grund, ne? Totenköderfisch. Ja, genau. Alles klar. Wenn sich noch was tut, seid ihr wieder mit dabei. Ja, da wollte ich euch mal gerade noch die Method Feeder Montage zeigen. Das ist also einmal das Method Blei, 30 Gramm. Ja, das wird, und da ist ein Röhrchen, da kommt die Hauptschnur durch, da ist ein Wirbel. Die Hauptschnur wird da dran geknotet und dann hier reingesteckt. Und dann kommt das Vorfach, ungefähr 10 cm lang, das ist ein bisschen länger, aber kürzer ist, also 10 cm ist eigentlich ideal. Ja, dann hier der Haken, da ist jetzt ein Spieß dran und ich habe so weiche Pellets, so Erdbeerpellets und da wird das einfach dran gespießt. Ja, das war's schon. Das Futter kommt in diese Mulde. Das ist jetzt passend, das ist jetzt MS-Range, das ist von, glaube ich, von Michael Schlögl, der die entworfen. Und da kommt erstmal der Pellet rein, dann das Futter und dann das Blei wird dann reingepresst. Und wenn man das rausnimmt, dann ist hier das Futter drinne und der Pellet sitzt genau hier in der Mitte, schön sichtbar für die Fische. Ja, und ja, die Vorfächer gibt es auch fertig zu kaufen. Muss man nicht selber binden, aber ist auch kein Problem, die selber zu binden. Und die Pellets, das ist hier vom Kollegen, vom Michael Schlögl, vom Michael Zamataro. Die habe ich schon 2 Jahre bestimmt. Die sind immer noch schön weich und riechen extrem nach Erdbeer. Und ja, das hat geklappt. Mal gucken, vielleicht fange ich noch einen Fisch. Ja, schön, jetzt fängt so langsam wieder die Beißzeit an. Mein Bruder versucht es noch mit der Pose und dann jetzt gleich noch mit der Spinnangel. Mal schauen, vielleicht kommt noch was. Ja, was soll ich sagen, Leute? Bin noch ein bisschen am Zittern. Eben ist mir... Also, wir haben eben einen Pieper gehört an der Route. Aber wahrscheinlich schon der 3., 4. Und ja, wahrscheinlich haben wir gedacht, Weißfische, ne? Und dann auf einmal voll ran. Fisch ist dran. Zieht voll an das andere Ufer. Ich wollte gegenhalten, damit er nicht irgendwo reinschwimmt. Hat auch eigentlich gut geklappt. Und dann auf einmal, wups, Spannung weg, Fisch ab. Ne? Also der ist ausgeschlitzt, Gott sei Dank. Hat jetzt keinen Haken im Maul oder schleppt irgendein Blei mit. Und ja, ist alles in Ordnung, die Montage. Daran hat es nicht gelegen. Wie gesagt, ich musste den hart nehmen, aber ich denke mal,
Ich werde nächstes Mal doch ein bisschen versuchen, mehr Schnur zu geben. Und ja, direkt alles wieder neu montieren, neues Blei dran, neuen Boilie und dann geht's weiter. Noch ein bisschen Futter hinterher und ich hoffe, wir kriegen noch einen. Ne? Also auf jeden Fall ist die Stelle gut, haben wir gut ausgesucht. Ne? Auf und jeden Fall. Der hat 3 Meter vor die Füße gebissen, eine Pendelwurf, eine tiefere Stelle. Ja, gut. Dann geht's weiter jetzt. Ja, wenn der Mond am Himmel steht, dann ist hier auch wirklich viel Aktion im Wasser. Überall Ringe, plätschern. Und ja, die Bisse kommen auch jetzt verstärkt. Eben hatte ich noch einen guten Biss an der Fiederrute, aber war leider nicht gehakt. Ja, eben in den Karpfen verloren, ärgerlicherweise. Vielleicht kommt noch was, mal gucken. Auf jeden Fall werden wir hier nochmal angreifen. Aber morgen machen wir erstmal die lange Tour am Main entlang. Bisschen Spinnenangeln und Posenangeln auf Döbel. Das wird bestimmt auch sehr interessant. So, wir sind immer noch suchen nach geeigneten Stellen. Jetzt schauen wir hier nochmal. Wenn wir was Interessantes gefunden haben, dann schalte ich die Kamera nochmal an. Okay, dann gehen wir weiter schauen. Scheiße, da steht ein ganz dicker. Genau, von meiner Nacht, genau da unten. Ja. Erstmal runterkommen hier. Wo denn rechts? Nein. Ah, wie? Okay. Scheiße, ich Idiot. Ich war noch nicht aufgespult. Das ist genau daneben getrieben. Genau gekreuzt. Ja, mit der Strömung läuft er nicht so tief, das ist gut. Einfach mal ein bisschen abwerfen. Ich gehe mal ins Tiefere. Wenn du was siehst, gell? Sieht den Köder. Siehst du? Mhm. Nee. Ein Barsch. Der war dran. Hat er. Ja. Allerdings. Kann man ein bisschen abdriften lassen immer. Ich glaube, mit Pose ist auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob die jetzt Bock haben auf kleine Fische. Ich glaube, Strom auf ist ein bisschen. Strom auf ist auch gut zu werfen. Dann aber wenig Aktion. Also Barsche gibt es hier auch.
Ja, da sind noch ein paar Barsche vor meiner Nase. Und da hängt schon einer. Habe ich doch schon längst. Oh, das ist einer der größeren wahrscheinlich. Ja, ja. Schöner Barsch, Dani. Ich nehme mal mit hoch. Das ging mir schnell. Schöner Barsch. Kräftig sind die. Ne? Mhm, gut gekämpft. Schön. Fein. Toll gefärbt. Mhm. Wahnsinn. Ganz tolle rote Flossen. Super. Tolle schwarze Streifen. Wie aus dem Bilderbuch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Danke. Ja, das ist gut. Sollen wir gleich ein bisschen weiter? Sollen wir gleich ein bisschen weiter? Ja. So, jetzt haben wir uns mal abgewechselt. Ich hatte jetzt auf dem Mini-Bobbler den Barsch. Und jetzt probiert Daniel mit einem kleinen Gummifisch. Dicke Döbel sind hier auch drin, haben wir gesehen. Mal gucken, ob die auch Lust haben auf Kunstköder. Der Barsch kommt schon nach dem vierten Wurf, glaube ich, oder fünften. Und hier ist auch ein bisschen tiefer da hinten. So eine Kehrströmung. In dem Bereich. Ist immer gut. Den kann man leicht einholen, weil der sehr starken Auftrieb hat. Ja, auf Spinner nochmal einen Barsch gefangen. Ich habe jetzt ummontiert. Ich hatte einen winzig kleinen Gummifisch drauf, muss ich euch mal zeigen. So Ultraleichtköder und einen kleinen Spinner jetzt heute gekauft. Mein Bruder hat ja auch schon einen Barsch, habt ihr gesehen. Ja, so macht das Spaß, auch wenn es jetzt nicht besonders groß ist. Aber ja, das ist die erste Stelle. Jetzt sind wir knapp halbe, dreiviertel Stunde hier. Und wir ziehen ein bisschen weiter. Hier gibt es nämlich ein paar klasse Stellen. Und vielleicht werden die noch ein bisschen größer. Petri, Daniel. Jo, Petri, Dank. Ja, wir sind ein bisschen weiter gelaufen. Hier ist noch eine kleine Lücke, wo wir mal probieren können. Ich habe einen Barsch. Oh, hat einen Barsch. Aber da kamen zwei riesen Döbel hinterher. Ja. Und dann hat dieser kleine... Oh, scheiße. Guck. Mhm. Und zwei, da sind die Döbel. Die wollte ich kriegen, die sind direkt hinterher geschwommen. Und dann ist der Barsch eingestiegen. Wenn der nicht eingestiegen wäre, hätte ich vielleicht einen von den Döbeln erwischt. Okay, war schneller. Ja, da war er schneller. Ja, Petri. Aber auf Sicht ist cool. Ja, auf Sicht ist geil. Mit der Polbrille, ne? Genau, habe ich auch eine an. Mhm. Da sieht man halt wirklich gut ins Wasser rein. Ja. So, hier ist eine wunderbare Stelle. Die haben wir uns gestern schon ausgeguckt. Ja, wir haben jetzt hier
eine sehr schöne Stelle entdeckt. Da werden wir gleich nochmal mit Spinnern probieren und mit Pose. Und ja, wir haben jetzt ein paar Stellen abgeangelt. Ist sehr schwer hier dran zu kommen. Wir haben große Döbel gesehen. Und ja, Bruder hatte noch ein paar Nachläufer vom Barschen. Ich zeige euch mal jetzt die Stelle. Moment. Hier sind wir gerade rüber. Da springen schon die Fische. Hier ist es sehr bewachsen, sehr naturbelassen. Und hier werden wir es mal probieren. Echt super hier. Ja, mein Bruder ist fleißig am Werfen mit dem Mini-Gummifisch, ne? Schon der zweite Barsch und gerade eben einer abgegangen, aber kleiner, ne? Ja, ja. Aber hier ist wirklich schöne Landschaft. Zeig das mal den Köder. Finger lang. Aber gefallen mir sehr gut. Ja, das ist winzig, ne? Ja, für so flache Stellen ist es aber ganz okay. Genau, das ist recht flach hier und krautig. Ja, wirklich ganz tolle Gegend hier. Sehr naturbelassen. Und wir gehen gleich nochmal da ein bisschen. Ah, ich hab einen. Ah, er hat einen. Oh. Ja, wie gesagt, wir werden noch ein paar Meter hochlaufen und dann werden wir es da auf jeden Fall nochmal mit Pose probieren. Dann sehen wir uns gleich. Daniel sagt, da ist gerade ein dicker Döbel dem Köder hinterher geschwommen, aber hat auch nicht zugepackt. Jetzt versucht er nochmal anzuwerfen. Wahrscheinlich ist er jetzt schon zu weit weg. Mal gucken. Ja, liebe Angelfreunde, wir haben jetzt gut Strecke gemacht und jetzt wird es mal Zeit für eine kleine Brotzeit. Ja, wir haben hier ein bisschen was dabei, Brot, Kartoffelsalat, Würstchen, Schweizer Salat, bayerisches Bier natürlich. Was haben wir denn da Gutes? Das ist das EQ, das ist das echt Kullendorfer, glaube ich, heißt das. Das schmeckt auch sehr gut. Und dann noch eins hier aus unserem Ort. Und ja, wie gesagt, machen wir erstmal eine kleine Pause. Und jetzt haben wir hier einen super Pool entdeckt. Da werden wir gleich nochmal angreifen mit Spinnködern und Posenangeln. Und jetzt lassen wir uns das erstmal gut schmecken, ne, Daniel? Ja, Mahlzeit. Mahlzeit. Macht hungrig. So, hier haben wir Pause gemacht und oh ja, da ein riesen Döbel hier vorne, sieht man auf der Kamera nicht. Auf jeden Fall ist das so ein ja, großer Pool, kann man sagen, und richtig tief. Ich würde jetzt hier runter klettern, das ist doch ziemlich steil und rutschig, dann hier drüber laufen und dann da meine Pose einfach
hier lang treiben lassen. Köder nehme ich mal vielleicht direkt Weißbrot oder Maden. Mal schauen. Wir haben gerade ein Stück reingeworfen. Und dann ist der die Brotscheibe hier lang getrieben und dann kamen auch direkt zwei. Wir nehmen einen Döbel und haben den schön weggemampft. Gut, erstmal hier runter und dann geht's los. So, jetzt muss ich mal hier runter mit dem ganzen Gerödels, aber das wird schon. Ach, die Köder sind halt eine Scheiße. Ich bring dir die, Luki. Gute Nacht, Herr Schatz. Warte. Ja, man kann den Kescher auch schön nehmen zum Transportieren von irgendwelchen Ausrüstungsgegenständen. Genau. So, jetzt geht's mal los. Ja, das geht. Trotzdem muss man aufpassen mit den Felsen, damit man nicht stürzt. Ich spiele hier schon mal an. Okay. Das ist aber... Danke. Das ist armer. Ja. Da kommen direkt die Barsche. Und da sind noch ein paar andere drüben. Guck mal hier, die Barsche. Dann vielleicht geht es hier Barsche an. Okay. Gute Barsche. Ja, Petri, schön. Oh, der ist doch schon mal ein bisschen größer. Guter Ding. Super. Ausgelutscht. Wie es gehört. Klasse. Ja, super. Okay, das funktioniert schon. Ja, aber war cool. Ja, war super heute. Wetter war gut. Ja. Nicht zu warm. Zum Glück ein bisschen bewölkt. Gerade noch was gut aus. Mal einen Blick darunter werfen. Hier ist auch eine gute Stelle, aber da kannst du aber hier rutschen, da runter. Ja, aber da hinten ist ein bisschen flacher. Na gut. Können wir mal immer noch überlegen. Na, jetzt werden wir erstmal Strecke machen nochmal. Und dann jetzt erstmal zur Fevo. Hallo. Ja. Wir wollen jetzt angeln, ja. Also die beste Stelle, weil ich hier ständig Angler treffe, habe ich mir jetzt sagen lassen sollen. Also an der Stelle. Ah, okay. Also. Ja, ein bisschen was haben wir gefahren, aber gut. Also danke für den Tipp. Ja, also einfach hinter den Wäldchen und dann rechts runter. Da hat sich schon jemand häuslich eingerichtet, irgendein Angler mit so okay. Europalette und so. Ja, alles klar. Tschüss. Was gibt's denn heute Leckeres dann? Heute gibt's leckere Nudeln mit Hackfleischsoße. Dann haben wir so 250 Gramm Hackfleisch, ein paar
Speckstreifen drin. Jetzt mal schön anbraten. Dann mit dem Gewürz, was du mitgebracht hast. Und das werde ich gleich nochmal ablöschen mit einem guten Schuss Rotwein. Mhm. Dann kommt Tomätchen noch reingeschnitten, Soße drauf und dann ein bisschen köcheln lassen. Und dann in der Zeit kann man dann schön die Nudeln machen. Sehr gut, Daniel. Ja, normal würde ich noch eine Zwiebel mit reinmachen und Knoblauch, aber das haben wir jetzt nicht. Aber das, ich denke mal, mit dem Gewürz können wir das sehr lecker hinkriegen alles. Genau, wir haben Hunger und dann wird auch gegessen. Ne? Aber mit dem Schinken ist das schon cool. Ja, schmeckt bestimmt gut. Jawohl. Wenn das Gericht fertig ist, dann zeige ich euch das nochmal. Jetzt haben wir schön angebraten und Röstaromen drin. Und jetzt wird das nochmal schön abgelöscht mit einem Schuss Rotwein. Mmh. Lecker. Das wird jetzt auch so lang einreduziert, bis keine Flüssigkeit mehr drin ist. Dann haben wir lecker Aroma. Das riecht jetzt schon lecker. Ja, der Alkohol muss jetzt verdampfen. Erstmal komplett. Und da haben wir auch direkt eine schöne Soße. Bisschen ist so schön braun schon. Dann haben wir eine schöne Soße. Und das dauert jetzt nicht, ja, so 4 Minuten vielleicht. Und da kommt schon die Tomatensoße drauf. Ein bisschen runterstellen. Das soll jetzt ein bisschen einköcheln und dann schmeckt das. Genau, und das zeige ich euch dann auch nochmal gleich. Ja, das Essen ist fertig. Soße riecht wunderbar. Riecht gut aus, gell? Lecker noch Spiralnudeln dazu. Guck mal gleich noch ein Matze Koch Angelvideo dazu. Das ist dann ganz zünftig, ne? Mhm. Dann würde ich sagen, Mahlzeit. 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 Lukas hat einen Biss. Wir wollten gerade ein bisschen filmen. Und er hat einen Fisch drauf. Lukas, ich muss den Catcher holen. Ihr müsst leider live drauf bleiben, auch die Wackelbilder. Scheiße. Gerade ausgelegt. Und noch nicht zusammengebaut. Doch, ist zum Gott zusammengebaut. Und zurück. Oh, ihr habt es gehört, denke ich mal. Ist ein Döbel. Aber hier, ich komme von der Seite. Oh ja. Ich zoome mal gerade ran. Oh, das war krass. Live bis hier. Ja, da war Kraft. Oh, was ein dickes Maul. Ja, die lieben die Baulis hier. Nichts mehr davon. Soll ich irgendwas, wenn ich irgendwas tun kann, sag's Bescheid. Ja, ja. Jawohl. Und verhaftet. Oh ja. Der ist noch ein bisschen größer. Oh. Petri. Boah, was ein fettes Ding. Das sieht aus wie ein Karpfen. Erstmal zur Abwrackmatte. Klasse Fisch. Können wir mal wiegen und messen. Mal schauen. Ich messe den nochmal. Ja, das kommt nicht so genau. Aber warte, ich zoome ein bisschen ran. 51. Bleib mal so. 51. Wahnsinn. Ganz knapp gehakt. Ja, lieber Boli Montage. Üblich. Ja, super. Lass mich gerade mal ein bisschen abschränken. Sehr schön. Wunderschöner Fisch. Klasse. Schon weg?
Mist, ich hab nichts mitbekommen. Ja, ich sehe nichts mehr. Ja, Petri, Loki. Petri, dann. Geht's? Ja. Petri, hi, Loki. Das ging ja schnell. Geil. Mhm. Super. Super. Ja, ich denke mal, der nächste Fisch wird nicht so lange auf sich warten lassen, hoffe ich. Schauen wir mal. So, eben den ersten Fisch verhaftet. Und jetzt noch ein bisschen anfüttern. Ich habe jetzt erst meine Stelle angefüttert und jetzt müssen wir den Rest auch noch anfüttern, die Strecke. Ja, ich werfe die einfach los rein. Brauchst du auch keine Schaufel oder so. Einfach mit der Hand. Verteilen. Damit ich auch noch was finden, ne? Mhm. So, hier ein paar mehr. Jetzt mein Bruder noch eine auf Karpfen. So, das reicht. Und noch bis zur anderen Route und dann haben wir es. Hey! Zeig mal deine Boilies. Ja, wollte ich gerade sagen, das sind die von Successful Bait. Das waren so preiswertere Red Hot Bullet. Aber die riechen wahnsinnig lecker. Ja, die sind sehr fruchtig. Ja, also fischig, scharf bisschen und sehr fruchtig. Mhm. 18 mm. Ja, fängig sind sie, haben wir ja schon gesehen. Mhm. Ja, die sind sehr wasserlöslich, ne, und die kann man halt sehr gut instant einsetzen und neues Gewässer ist das halt immer gut. Ne? Mhm. Ja, mal schauen, was noch kommt. Mhm. Mein Bruder hat einen Biss. Hast du gut gehört, Daniel? Ich habe das nicht gehört. Döbel? Ja. Soll ich? Ja. Aber vorsichtig. Ja, das liegt nicht tief runter. Mhm. Ja, das geht. Wir können noch eine rote auch. Ja, ganz locker. Ganz locker. Mhm. Oh, ist drin. Hm? Klasse. Rotauge. Hat sich schon längst aufgehängt, wahrscheinlich schon seit 5 Minuten. Egal. Weiß man nicht. Geil. Super, Petri. Ja, diese Funk. Können wir gleich mal filmen. Mhm. Wir können sagen, wir kommen hier zu nichts. Wir wollten gerade mal das Tarp aufbauen. Ja, die meine GoPro läuft schon. So. Klasse, Mann. Ja. Ja, schönes Rotauge. Mhm. Wunderbar. Wie es gebissen hat.
Ja, wir wollten gerade das Lager aufbauen. Immer wenn man irgendwas tut, dann beißen die Fische. Ich habe einen kleinen Piep gehört. Ich habe meinen elektronischen Bissanzeiger. Und ja, ich habe einen Piep gehört, bin hingelaufen und habe gesehen, da hängt ein Fisch. Ja, ein schönes Rotauge gefangen. Ja, macht richtig Spaß hier. Richtig geile Ecke hier, tolles Wetter. Und wir werden jetzt gleich mal unser Lager aufbauen, wie gesagt, und das zeigen wir euch dann. Und bin mal gespannt, ob in der Nacht auch noch mal ein paar schöne, dicke Fische kommen. Ja, Petri, Daniel. Ja, Petri, Dank. Ja, Prost, Daniel. Ja, Prost, Lukas. Haben wir schon gut gefangen, ne? Ja. Da kommt noch mehr. Gutes Ebensfelder Brauhaus Edelpilz. Also Edelpilz. Edelpilz hier aus der Region, also aus unserem Ort sogar, ne? Mhm. Ja, Prost. Prost. Ja, das schmeckt gut. Das perlt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, war schon gut Action gewesen und wir haben gerade unser Lager aufgebaut. Das zeigen wir euch auch gleich nochmal. Mal schauen, was kommt. Der Karpfen, dann kam der Karpfen gestern. Um die, ein bisschen noch um die Zeit. Ne? Also jetzt haben wir 20 vor 10. Mal gucken, was noch kommt. Aber wir haben ja noch die ganze Nacht. Da wird schon was gehen. Mhm. Okay, nochmal Prost. Ja, Prost. Ja, unser Schirm steht jetzt, unser kleiner Lagerplatz. Alles drin, die Luftmatratzen haben wir. Schlafsäcke werden noch gleich ausgerollt. Ja, sagen wir mal 4 Meter bis zur Route, ist mal schnell dran. Echt gemütlich, bisschen Gedichtlicht im Zelt, im Schirm. Ja, so lässt sich eine Nacht aushalten, denke ich mal. Ne? Genau, hoffentlich wird es nicht zu kalt und zu feucht, aber gut, Regen ist nicht gemeldet. Und hier, ja, so gerade so ein freier Platz, ne, wo der Schirm hinpasst. Ja, genau, gerade so. Das passt schon. Hier das Nötigste an Gerödels. Und jetzt warten wir noch auf die Bisse. Genau. Eben hatte ich noch einen Pieper gehabt. Also lässt hoffen. Okay. Ja, mein Bruder hat sich schon in die Krühe gelegt. Sehr gemütlich. Ich hau mich jetzt auch gleich hin. Ich hoffe, die Fische lassen uns noch ein bisschen schlafen. Werden wir mal sehen. Ja, sehr ruhig hier. Der Mond ist jetzt so 3/4, das ist schon ziemlich hell. Und ja, mal schauen, was noch kommt. Aber erst müssen wir uns noch ein bisschen hinlegen und ein bisschen schlafen. Gute Nacht. Ich zeige euch den Fisch ganz schnell. 10 Kilo, der gute Spiegler. Ich lasse ihn ganz schnell wieder frei, weil mein Bruder hat jetzt auch einen dran. Wir haben einen Doppeldrill und in Köchern ist das sehr schwer. Wahnsinnig toller Fisch. Etwas mehr wie 10 Kilo. Ein super Drill. Wahnsinn. Okay, der kommt jetzt schon wieder rein, weil mein Bruder braucht auch noch Hilfe. Alles klar. Also meine Kippe mit. Ja, liebe Angelfreunde. Ich konnte meinen Fisch gerade noch eben versorgen. Wir erzählen mal gleich, was passiert ist, aber mein Bruder drillt jetzt schon knapp eine halbe Stunde, würde ich sagen. Der wird noch nicht müde. Wir haben den einmal kurz gesehen, glaube ich. Ne? Aber der zieht und zieht, rechts, links. Also ist noch kein Ende in Sicht.
Und ja, wenn wir mal einen Kescher haben sollten, wenn das alles klappt, dann werden wir den euch auch noch zeigen. Ne? Alles klar, dann ich wünsche euch viel Glück. Gell? Ja, danke. Schön liegen bleiben, mein Freund. Oh, Leute, schaut euch mal das. War knappe 8 Kilo. Ich glaube, ich hab eine Stunde gedrillt jetzt. Was kommt hin? Und ich bin froh, dass mein Bruder da so geduldig war und den gekeschert hat. Ja, mit dir muss ich eh noch schimpfen. Was für ein fantastischer Fisch. Oh, der ist schwer. Der muss essen, der muss aber zurück ins Wasser. Klar. Direkt in den Kescher und ab. Aber was für ein Drill, Wahnsinn. Mein rechter Arm tut so weh. Ich muss den erstmal entlassen hier. Ja, Petri dann. Ja, Petri. Okay, 3 Uhr morgens, ne? Und dann so eine Granate. Okay, ab ins Wasser. Alles klar. Super. Geil. Ja, super. Geil.